Hallo zusammen, meine Lieben. Und da sind wir wieder zu Vampire's Dawn. Und ich überlege jetzt gerade wirklich, wo wir weitermachen. Tradan ist Level 18, hieß es vorhin. Wir müssen sowieso noch ein paar neue Zauber lernen für. Ich würde dann vorschlagen, dass wir dann an der Stelle dann jetzt mal nach Lim und Klenna gehen. Gut, Klenna ist, glaube ich, jetzt keine neue... Kein neuer Quest da, aber hier in Lim können wir uns mal umsehen. Hallo. Hallo. Sag mal, irgendetwas Besonderes passiert in letzter Zeit? Nun ja, das heißt, einige Kinder haben nördlich im Gebirge einen geheimen Eingang gefunden. Aber mehr weiß ich auch nicht. Trotzdem danke vielmals. Eine Blutfiole. Silberbarren, okay. Unverband. Eine vor allem viel zu große Map. Hallo, darf man mal fragen, was euch in mein Heim verschlagen hat? Dein Haus sah einfach nur so schön aus, da dachte mir schon mal rein. Wenn ihr was Schönes sehen wollt, dann schaut euch doch mal die alte Ruine westlich von hier an. Eine alte Ruine? Ja, sie liegt etwas versteckt, aber wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sie entdecken. Von Lim aus geht ihr einfach gerade nach Westen. Dann seht ihr schon. Vielen Dank für den Rat. Hallo. Was ist der Grund eures Besuchs? Nun ja, wir sind eigentlich nur auf der Durchreise und da dachten wir, dass ihr einfach so in fremde Häuser geht und alles mitnehmen könnt. Was? Wie? Natürlich nicht. Wir sind keine Diebe. Wir haben gerade alles mitgenommen. Haha. Er wird langsam gut im Lügen. Wir haben nur gehofft, vielleicht ein paar nette Menschen zu treffen. Ein paar nette Menschen zu fressen, trifft es wohl eher. Na gut, schau dich ruhig um, aber fass bitte nichts an. Ich habe erst vor kurzem sauber gemacht. Natürlich. Hallo. Hallo. Kann ich euch irgendwie helfen? Eigentlich nicht. Wir schauen uns nur die Stadt an. Mach das. Lim ist sehr schön. Ich liebe diese Grillen. Da hopsen sie rum hier. Hallo, wollt ihr mir vielleicht helfen? Ich suche schon lange nach jemandem, der ein altes Armband bringt. Doch niemand ist mutig genug. Was ist denn für ein Armband? Nun, es wurde gestohlen und dann direkt in einer alten Höhle versteckt. Doch die Diebe wurden geschnappt und in Shanna hingerichtet. Allerdings fand man nie ihre Beute. Mich interessiert allerdings nur das Armband. Wenn ihr noch Filar oder sowas entdeckt, dann könnt ihr es behalten. Also, helft ihr mir? Natürlich. Vielen Dank. Die Höhle befindet sich in einem kleinen Gebirge nordwestlich von Lim. Kommt wieder, wenn ihr es gefunden habt. Dann werde ich euch reichlich belohnen. Da muss ich tatsächlich mal gucken. Ganz westlich... Hast du schon das Neueste gehört? Die Kinder der Velmars haben eine Höhle in Magiebergen nördlich entdeckt. Aber bisher war noch niemand mutig genug, sich das Ganze mal anzusehen. Denn die Leute sagen, da kommt öfters nur lautes Brüllen aus der Höhle. Und es soll von Monstern nur so wimmeln. Sehr gruselig, wenn du mich fragst. Aber ich, wenn ich allerdings jünger wäre, dann hätte ich mir das schon lange erforscht. Du kennst mich ja. Ja, ja, du alter Quatschkopf. Ich kenne dich jetzt schon seit mehr als 40 Jahren. Und in dieser Zeit hast du nie etwas Mutiges unternommen. Wenn die anderen Männer auf die Jagd gingen, musstest du urplötzlich auf die Toilette und warst dann immer für Stunden da drin. Immer schon langsam. Ich habe sehr oft wohl etwas sehr Mutiges unternommen. Und wann soll das bitte gewesen sein? Sehr oft natürlich. Du warst bloß nie in der Nähe. Ja, natürlich. Ehrlich? Wer hat zum Beispiel den großen bösen Vogel gefangen? Niemand. Der ist von alleine abgehauen. Ha, das glaubst doch nur du. Ich habe ihm Angst eingejagt. Aber sicher. Jetzt langt es mir aber gleich. Und was war mit den Wölfen, die uns öfter heimgesucht haben? Die wurden von den Jägern umgebracht und du warst nicht dabei. Natürlich war ich dabei. Ich hatte mich nur verkleidet als Busch. So konnte ich mich direkt an die Wölfe heranschleichen und ihnen eins über die Rübe geben. Du bist wirklich ein alter Quatschkopf. Ich bin noch nicht mal alt. Ich bin 66 Jahre. Und ich bin so stark und mutig wie nie zuvor.
Wenn du so stark und mutig bist, wollen wir vor Stunden nicht dann die neue entdeckte Höhle nördlich von hier? Oh, Mist, ich muss mal ganz sicher, ob die Toilette es drückt. Wie hätte es auch anders sein können? Tja. Hallo. Ihr seid anscheinend nicht von hier. Nein, da hast du recht. Wir wollten uns mal die Stadt genauer anschauen. Naja, Lim lohnt sich eigentlich nicht, außer man liebt diese verdammten Grillen. Denn davon gibt es mehr als genug. Wie kommt denn das? Nun, das Klima ist für die Viecher optimal. Das kniehohe Gras erst recht. Ich verstehe. Aber was soll's, so schlimm sind sie auch nicht. Außer wenn sie nachts immer so einen Lärm machen. Das Zirpen ist wirklich absolut schlafraubend. Echt, ich finde das mega beruhigend. Ich kenne das nämlich noch, weil wir auch Grillen im Garten bei uns hatten früher. Und wenn wir dann im Garten geschlafen haben nachts, das war halt laut, ja, aber da gewöhnt man sich so schnell dran. So, mit diesem Sonnenschutzmantel kann ich... Hallo? Wie? Verdammt, man hat mich entdeckt. Warum versteckst du dich hier? Sowas aber auch, komischer Kerl. Ja, und den Dieb werden wir noch verfolgen. Na, also wir werden den suchen. Und der gibt immer einen Hinweis, wo er hin ist. In dem Fall jetzt mit den Sonnenschutzmänteln. Das heißt, er wird in die Wüste gehen. Ein Buch über Vincent Vaynard. Der Autor schreibt, dass Vincent von den Menschen geliebt wurde und nach seinem Tod noch geliebt wird. Er starb vor mehreren Jahrzehnten, soll aber noch eine letzte Rede gehalten haben. Er steht hier nicht drin. Ihr kommt immer ungebeten zur Haustür rein und ich lege mich so ungebeten mit dir ins Bett. Nein, nicht immer. Aber immer, was rede ich da eigentlich? Verschwindet! Nutze von Lagerbüchern. Sie halten nur Informationen. Lagerbestand, also unwichtiges Zeug. Mal gucken, ob dieses unwichtige Zeug irgendwas für uns bereithält. Flammentrank. Das ist ja was Geiles. Was wollt ihr denn hier im Lager? Nur mal schauen. Ja, ja, natürlich. Verschwinde, sonst helfe ich nach. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ganz viele NPCs rennen hier rum. Meine Güte. Heilbalsam, okay. Was wollt ihr denn hier? Wir hatten gehofft, hier ein paar Informationen zu bekommen. Über die Entdeckung meiner beiden Kinder? Nun ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Angeblich haben die beiden in einer Höhle nördlich im Gebirge gefunden. Aber das ist ja nichts Besonderes. Höhlen gibt es viele. Und aus diesem Dorf ist sowieso niemand mutig genug, eine Höhle zu erforschen. Es sei... was? Da wird es eh nichts geben außer Stein. Trotzdem danke. Keine Ursache. Frau mit langen Haaren, sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja, ein paar Informationen, was denn so passiert ist in letzter Zeit. Nun, nicht viel, nur, dass meine Kinder eine Höhle entdeckt haben, aber ich bin keine Klatschtante. Deswegen habe ich auch keine Lust mehr, mit euch darüber zu reden. Geht bitte. Was, was? Ich müsste dich eigentlich aussaugen, ey. Aber bis nichts mehr kommt. Aber es ist schon spannend, wie die ganze Stadt über diese verdammte Höhle spricht. Als wenn das Spiel schon will, das geht da mal hin. Weißt du so. Oh, kleines Mädchen mit dem Nyria-Faceset. Sehr schön. Hallo, junge Dame. Kannst du mir sagen, was du so entdeckt hast in letzter Zeit? Aber klar, mein Bruder und ich haben natürlich eine Höhle von hier gefunden, ja. Und aber da gibt es nur so große Tiere, deswegen sind wir gleich wieder gegangen. Die Tiere haben uns große Angst gemacht. Aber hier sind wir sicher. Haha, das glaubst aber nur du. Oh, hallo. Ihr seht ganz schön gruselig aus. Fast so gruselig wie die Tiere in der Höhle nördlich von hier. Ah, die machen mir Angst. Dann warte mal ab, wie viel Angst ich dir machen kann. Ja, Asuka, ist ja dein Beuteschema, ne? Hast ja zwei geköpfte Kinderköpfe, gefehlte Kinderköpfe bei dir. Und der eine sah genauso aus wie der, ja, na gut.
Kannst halt drei da hinstellen. So. Ist eigentlich ja auch geil, ne? Also ich meine ehrlich, hier jetzt, wie lebt denn die Frau? Schläft die unterm Tisch oder was? Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Nun, es kommt drauf an, gab es in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches? Ein paar Kinder haben eine alte Höhle nördlich von ihr entdeckt. Ansonsten passiert nicht viel im Leben. Okay, danke. Okay. So, zwei Dinge. Erstmal speichern wir, weil wir die ganzen Informationen jetzt haben. Einfach nach links gehen. Okay, das ist noch zu schwer für uns. Ich stecke jetzt aber die Fahne. Und hier. Ah. Das ist ja die Musik. Die Musik erkennt ihr sofort. Das ist nämlich das gleiche wie. Oh ja. Gehen wir wieder. Das gleiche wie. Ist das gleiche Gebirge, wo wir von Abraxas gefangen genommen wurden. Okay. Sind die Sachen jetzt schon mal aufgedeckt. Was haben wir denn dann noch an Quests? Wir haben doch vorhin noch was bekommen von wegen, Aufgaben. Tran, das Level 18, okay. Suche die Höhle, Magiebegründung durch von Lim, haben wir Level 32. Armand, in der Höhle nordwestlich von Lim bringst zurück, 30. Okay. Auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Informationen, würde ich sagen. Bevor wir jetzt irgendwo hinfliegen, kurz auf die Weltkarte gucken. Da unten sind wir. Der Klenner. Gehen wir nach Lomba. Weißt du was? Wir machen. Wir suchen mal den Dieb. Jagen wir mal ein bisschen hinterher. Das ist so eine gute Idee. Weil je früher wir den kriegen, umso besser ist es eigentlich auch an der Stelle. Weil der Dieb kann uns nämlich später ein paar sehr wertvolle Gegenstände besorgen. Und das wäre doch gut, wenn wir den möglichst früh akquirieren, würde ich sagen. Aber jetzt suchen wir ihn erstmal ein wenig. Pyramide. Oh, wir sind rasend. Jack. Aber ich habe ein kleines Dürstchen, erlaubst du mal? Da geht's einfach besser. Hallo, darf ich etwas zu trinken anbieten? Nein, danke, Mensch, bin ich durstig. Zumindest nicht auf das Gebräu, das du uns anbietest. Hey, hallo. Ja, nicht gerade viele Gäste hier. Naja, im Moment ist niemand so sehr an den alkoholischen Getränken interessiert. Keine Ahnung wieso. Ich jedenfalls könnte gleich noch ein Bier trinken. Und dann viel Spaß. Ein Heilfiole, okay. Das Hotel. Guten Tag. Bei uns werden Sie eine traumhafte Nacht verbringen. Nein, danke. Ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Sie meinen aber, bei uns gibt es wirklich traumhafte Betten. Völlig ohne Flöhe. Das setze ich voraus, okay? Da ist er ja wieder. Da bist du ja wieder. Was? Ihr schon wieder? Lass mich in Ruhe. Wenn du uns sagst... Ah, zukünftig nur noch in Schatten von großen Gemäuern. Komm,
der mal weg? Große Gemäuer. Ich würde sagen Klenner, oder? Wir gehen jetzt sowieso mal durch die Stadt hier. Und die Krankheitsserum, okay. Entschuldigt, aber ich darf nicht mit Fremden reden. Befehl von meinem Mann. Das sind ja Zustände. Hier steht ein aktuelles Buch über die Geschichte von Lomba. Aus irgendeinem Grund kauft anscheinend König Gerald von Shostranak seine Waffen neuerdings von Lomba. Was der Stadt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung beschwert. Und die Leute in Lomba so einen größeren Lebensstandard erreichen. Was machen Sie in meinem Haus? Wir wollen nur ein letztes Gespräch führen. Oh, entschuldigen Sie. Das ist selten, dass man einfach mein Haus betritt und mit mir ein letztes Gespräch führen will. Kann ich mir vorstellen. Weil Sie so ein netter Kerl sind, verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Mein Vater hat es mir erzählt. Es soll einen magischen geheimen Ort in der Wüste geben. Ich habe ihn leider bisher nicht gefunden, aber vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Mein Vater sagte damals zu mir, ich solle zuerst den nördlichsten Berg der Wüste suchen. Von dort aus soll ich 400 Meter nach Norden und 700 Meter nach Osten gehen. Oder war es doch 400 Meter Ost und 700 Meter Nord? Oder doch 400 Meter West und dann 400 Meter Süd? Verflixt. Naja, jetzt wissen Sie auch, weshalb ich diesen Ort nie gefunden habe. Trotzdem danke. Keine Ursache. Schön ist auch, dass jetzt hier... What the hell? Schön. Hier siezen sich alle. Das ist in VD2 auch anders. Willkommen in Lomba, Fremde. Die Stadt der heißen Winde. Lomba. Ist wirklich ziemlich warm hier. Hier in der Wüste gibt es ja auch noch die heißesten Temperaturen der Welt. Eigentlich mag ich keine solch warmen Temperaturen. Daran gewöhnt man sich ziemlich schnell und wenn nicht, dann muss man halt wieder gehen. Irgendetwas passiert in letzter Zeit? Nein, eigentlich nicht. Wir leben so vor uns hin. Na schön, trotzdem danke. Hey, ihr seid Fremde, stimmt's? Richtig. Das habe ich gleich an eurer Hautfarbe erkannt. Wer so blass ist, kann nicht aus der Wüste kommen. Hier steht ein interessantes Buch über die Lebenseinstellungen der Einwohner Lombas. Die Männer sind in diesem Buch nach die Geldverdiener einer Familie. Die Frauen haben nichts zu sagen. Sie sind nur für die Küche und für das Bett zuständig. Barbarisch. Ja, ist jetzt nicht gerade ein Örtchen, wo man gerne sein möchte. So. Tut mir leid, aber ich muss kochen. Es gibt wieder Ärger mit meinem Mann. Sind hier alle Frauen so unterwürfig? Unterwürfig? Ja. Aus Liebe zu meinem Mann. Ich glaube nicht, dass es so läuft, Leute. Willkommen in Lomba. Danke. Sagen Sie, gibt es etwas Ungewöhnliches hier? Naja, eine Kleinigkeit gibt es da schon. In der Wüste gibt es einen ziemlich großen Sandwurm, der öfter mal die Stadt angreift. Bisher gab es keine Toten, aber es wäre schön, wenn es diesen Sandwurm nicht mehr geben würde. Wir klären das. Glück dabei, leider weiß niemand, wo er sich genau gerade aufhält. Aber vielleicht stößt er auf ihn. Wir werden ihn schon erwischen. So. Ich stehe im Tagebuch im Regal. Heute habe ich meiner Frau schon wieder Schläge geben müssen. Ihre Arbeit in der Küche lässt einfach immer weiter nach. Sie kann einfach nicht gut genug würzen. Mein edler Gaumen verlangt es nach bestem Essen der Welt, doch meine Frau ist einfach nicht gut genug im Kochen. Außerdem bin ich schon wieder wütend, dass ich dieses sehr seltene Wüstengewürz immer noch nicht schmecken konnte. Ich drehe noch durch. Diese arme Frau. Welcher Mann hat das Recht, einer Frau zu schlagen? Frauen wollen doch Gleichberechtigung. Hat er nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Ihr seht aus, könntet ihr mir vielleicht helfen. Wobei denn? Ich bräuchte ein ganz spezielles Mittagessen, ein paar seltene Kräuter. Ohne sie kann meine Frau dieses leckere Spezialmahl nicht machen. Kräuter gibt es nur ganz selten in der Wüste. Ich suche danach. Vielen Dank. Ich weiß leider nicht genau, wo man die Kräuter findet, aber ihr werdet schon ein Glück haben. Ja. Tut mir leid, aber ich muss kochen, sonst kriegt ihr ärgert meinen Mann. Frauen haben mir gar nichts zu sagen, was? Nein, eigentlich nicht, aber das stört mich nicht. Ich lebe nur für meinen Mann, ja, sicher. Weißt du, also nach dem Motto, wer es nicht besser kennt, der vermisst auch nichts, ne?
So. Du läufst mit deinem Körbchen rum. Was ist da los? Was macht ihr denn hier unten? Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Und ich will dich besuchen. Hä? Wieso denn das? Einfach nur so. Muss es denn einen Grund geben? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ist aber nicht nett zu meinem lieben Valnar hier, aber. Hätte ich zum Fressen gern, glaub mal. Also der Spruch vorhin war nur Spaß, ne? Also bitte nicht ernst nehmen, Leute. Hallo. Hallo. Kann es sein, dass es hier kaum Frauen gibt? Doch, doch. Aber die dürfen doch nicht in der Stadt rumlaufen. Die stehen zu Hause am Herd und kochen oder sie putzen oder liegen nackt im Bett. Je nachdem, was der Mann gerade am nötigsten hat. Was der Mann gerade am nötigsten hat? Was ist denn das für eine barbarische Stadt? Hey, Weib, wer hat dir erlaubt zu reden? Also mir platzt gleich der Kragen. Wir sollten diese ganze Stadt ausrotten. Aber die Frauen können doch nichts dafür, Leute. Komm, Lane, wir gehen. Scheint, euer Weib muss mal wieder gezüchtigt werden. Ah! Weißt du was? Es gibt irgendwie so einen. Schade, du hast Glück, mein Freund. Die Sonne tut uns weh. Gemäuer. Auf nach Klenner, würde ich sagen. Ja, ist natürlich heftig, ne? So eine Stadt, Lim, genau, da waren wir schon. Hab dich. Haben wir dich. Hast du ja Problem? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht habe ich irgendwo im Wald erfreue ich Ruhe. Wir wollen doch nur mit dir reden. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum er von uns wegläuft. Hm. Im Wald. Warte mal eben kurz. Ich gucke eben auf die Weltkarte, die auch vor der Verwandlung machen können. Ist da Herlis Astion? Ich glaube, es ist Herlis, glaube ich. Ist da, könnte es aber auch sein. Astion ist es auf keinen Fall. Übrigens ist Thürik in der Nähe von Astion. Das ist jetzt nicht wirklich interessant, aber eine schöne Info. Die Heimatstadt von Nyria aus Teil 2. Ich glaube, hier ist richtig. Ist da. Mhm. Willkommen, nächster Fremde. Soll ich euch ein bisschen den Stadtaufbau erklären? Mach nur. Also im Grunde gibt es auch nicht viel zu erzählen. Warum? Ist mir egal. Die meisten Höhe sind eh Wohnhäuser. Ist das eine kleine Stadt gegründet von einigen Holzfällern, die hier im Wald das Holz schlugen und es dann in andere Städte exportierten. Auch heute gibt es noch Holzfäller hier, wenn auch nicht mehr so viele wie damals. Der einzige Laden ist da liegt im Osten, aber er hat ein gutes Angebot von Rüstung, Waffen und Tränken. Das leibt mich wohl. Wir hatten auch mal einen Pub, aber der ist bedauerlicherweise abgebrannt. Möglicherweise aber nur der. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Natürlich, vielen Dank. Gern geschehen. Wenn der Pub geschlossen hat, bediene ich mich an der Bar hier, ne? Blutsaugen sorgt übrigens nicht dafür, dass ich unmenschlich werde. Na gut, komm du mal her. Hallo. Oh, hallo. Was ist los? Du klingst so bedrückt. Ach, ich fühle mich nur so einsam. Hast du denn keine Freundin? Nein, das ist es ja. Hier in der Stadt will keiner mit mir ausgehen. Hm. Naja, und in anderen Städten schon probiert, eine Frau zu finden? Eine andere Stadt? Nein, denn ich weiß überhaupt nicht, wo ich gehen könnte, um eine gute Freundin zu finden. Wie wäre es denn mit der harmonischen Stadt Shanna? Shanna? Hm, das ist doch diese Stadt auf der kleinen Insel im Süden. Genau. Wie gehört, da soll es viele nette Frauen geben und leere Häuser gibt es auch. Sollte ein Umzug deinerseits kein Problem darstellen. Du hast recht, ein Umzug in Kutum. Auf nach Shanna. Sag mal, Aska, warum nach Shanna?
Ach, ich habe mir gedacht, nachdem ich dort etwas aufgeräumt habe, könnte man die Stadt mit ausgewählten Leuten wieder füllen. Außerdem habe ich so immer eine Stadt voller guten Menschenblut. Und sonst steckt nicht mehr dahinter? Nö, eigentlich nicht. Hallo, ich bin der Schmied der Stadt. Wenn ihr Waffen und Rüstung braucht, dann geht in den Laden hinter mir. Danke, das werden wir. Ich persönlich schmiede die Waffen und ich garantiere euch beste Qualität zu guten Preisen. Hey, halte den Dieb! Was für ein Rüpel. Langsam wird er mir sympathisch. Mist, er ist entkommen. Was hat er denn gestohlen? Unsere einzige Punktekarte für Tessa. Punktekarte? Hallo, schauen Sie sich um. Ja, das sind natürlich jetzt tolle Preise. Ich das einmal kaufe, bin ich direkt arm. Aber wir sind sowieso ganz gut ausgestattet, ne? Hier, die Silberbarren, die ich inzwischen mal so angehäuft habe, die können wir verchecken. Ja, das reicht ja erstmal. Tessa, meine lieben Freunde. Ja, eigentlich auch doof. Eigentlich auch doof. Lass uns erstmal Ista jetzt erkunden, Quests annehmen und so weiter. Wir können dann immer noch den Dieb in Tessa suchen. Hallo. Haben Sie schon das Neueste gehört? Elfriede soll nur ein uneheliches Kind bekommen. Ja, sowas aber auch. Ja, was für ein Skandal. Das Kind ist bestimmt von ihrem Geliebten. Und ihr eigentlicher Freund weiß natürlich davon nichts. Also ich glaube, ich werde da mal gehen. Wenn sind Sie sich an guten Klatsch und Tratsch interessiert? Nun ja, genau wie mein Mann. Männer sind doch alle gleich. Ist das nicht auch eine Form von Gemeinheit? Hallo, hallo. Schönes Haus haben Sie hier. Hören Sie, wenn Sie nichts Konkretes von mir wollen, dann gehen Sie bitte. Immer schön. Mal gucken, was du in deinem Fass da hast. Nichts? Okay. Hallo, hallo, kann ich Ihnen helfen? Weiß nicht. Vielleicht interessiert euch ja, dass östlich der Stadt ein wunderschöner Platz im Wald gefunden wurde. Und es ist so schön. Bisher habe ich noch niemandem davon erzählt, denn ich will nicht, dass alle davon wissen. Aber euch kann ich es ja verraten. Ihr sagt es nicht weiter, oder? Nicht. Dann ist ja gut. Östlich von hier, okay. Die Silberbarren sind neu. Und die waren vorher nicht versteckt. Kann ich euch helfen? Nein, vielleicht können wir dir helfen. Jetzt, wo ihr fragt, da gibt es schon eine Kleinigkeit. Worum geht's denn? Und ich bin schon länger auf der Suche nach einem Talisman für meine Tochter. Sie verreist schon bald und da möchte ich nicht, dass ihr was passiert. Wir sollen einen für dich besorgen. Ist ja verbunden. Dann besorgen wir dir einen. Wunderbar. Kommt zurück, wenn ihr ihn aufgetrieben habt. Warte mal eben. Schutzring. Talisman haben wir. Asgard, ausgerüstet. Pass auf, wir rüsten mal noch einen weiteren aus. Vielen, vielen Dank. Ich kann dir vorstellen, was das für mich bedeutet. Jetzt muss ich nur meine Tochter... Genau, nehmt diesen Ring. Persönlich finde ich die zwar ein bisschen gruselig, aber ihr werdet schon... Okay. Vampirin, 2000 Erfahrungen. Wuhuhu! Jetzt gucken wir mal nach. Es hat funktioniert. Was habe ich jetzt getan? Der Talisman, Schütz vor Fluch, ganz toll. Nein, der Talisman ist jetzt ausgerüstet. Laut dem RPG-Maker ist der jetzt im Inventar, aber weil er ausgerüstet ist, kann er nicht entfernt werden. Das heißt, der Quest sieht nicht vor, dass der Gegenstand abgerüstet wird vorher. Man kann ihn tatsächlich manuell mit dem Maker abrüsten und dann wegnehmen, das geht. Das wurde aber hier nicht abgefragt und dadurch haben wir jetzt was gewonnen. Der Vampirring. Die Heirate.
Mit anderen Worten, ich habe den Typen über den Tisch gezogen. So. Die liegt hier schon und wartet nur auf mich, oder was? Ja, ey, lass mich bitte schlafen. Entschuldige, wollte mich nicht wecken. Ah, geht bitte. Ist irgendwie auch geil, dass so ein random Bob kommt plötzlich mit, also drei random Bobs kommt plötzlich in dein Haus reingelatscht und wecken dich. Hi! Boah, wäre ich beruhigt. Was hat in diesem Haus zu suchen? Wir wollen uns ja ein bisschen mit Leuten reden. Ja, ja. Aber sicher, wirklich seid ihr doch Diebe, die jetzt ja gar nicht forsten, wenn sie dort nichts finden und die Einwohner auch. Okay. Nein, sind wir nicht. Seid ihr doch. Seid ihr doch. Haha, ich hab's gewusst. Diese Gören sind doch alle gleich. Lecker. Übrigens eine gute Idee. Ich glaube, wir waren noch relativ voll mit dem Blut, ne? Aber ist egal. Gönn dir mal, Aska. Okay. Babam, 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 babam. Heilfiole. Weichgestalten, sehr gut. Reden wir mal. Hallo, hallo. Ich beschäftige mich mit einer Frau, wie meine Frau, mit mystischen Schreien. Wir haben gemeinsam schon einige Erkenntnisse gewonnen. So wissen wir, dass es in etwa 4 bis 6 verschollenen Schreien auf dieser Erde gibt. Okay. Allesamt voller magischer Energie. Und diese Energie nutzen zu können, muss man verschiedene farbige Steine besitzen, die einen Schrein benutzen. So stand das jedenfalls in einigen alten Aufzeichnungen. Für jeden Schrein gibt es eine farbspezifische Standard. Okay. Das ist schon eine Menge Wissen über diese Schreine. Ja, durch jahrelanges Durchsuchen alter Schriften und Ähnlichem wissen wir heute schon ziemlich viel. Aber jetzt lass mich bitte ein bisschen nachdenken. Selbstverständlich. Ich glaube, die Kerze sollte eigentlich auf dem Tisch stehen. Aber weil es in der Upper Layer hier ist, steht sie unterm Tisch. Das sieht super aus. Hallo, ihr wisst nicht zufällig etwas über den Schrein der Luft? Schrein der Luft? Anscheinend nicht. Also der Schrein der Luft soll voller magischer Energie sein. Um einen Teil dieser Energie zu erhalten, muss man bestimmte Steine verwenden. Ich habe gehört, dieser Schrein soll irgendwo in den Bergen sein. Leider weiß ich nichts Genaueres. Hören wir zum ersten Mal davon. Aber deine Informationen haben uns schon viel geholfen. Danke. Nicht zu danken. Nur schade, dass ich keine neuen Erkenntnisse durch euch bekommen habe. Na, tut mir leid. Da geht's raus. Oh, das war's schon. Okay, dann können wir jetzt nach Tessa fliegen. Da ist er. Da steht er hinter der Säule. Ist ganz unauffällig. Hey, dein Versteck war nicht gut genug. Das ist ja unfassbar. Ihr seid hartnäckig. Aber eins sage ich euch. Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Kapiert? Jetzt werde doch nicht gleich so aggressiv. Mann, darf man in dieser Welt denn nicht einmal ungeschützt am Handwerk nachgehen? Hier wird es mir eindeutig zu heiß, verdammt nochmal. Ist ja dem zu heiß. Also wird er sich abkühlen, ne? Beim Handwerk will er nachgehen? Das bringt mich auf eine Idee. Wir sollten hartnäckig nach ihm weitersuchen. Teddybär. Ein gelber Stoffbär. Süß, findet ihr nicht? Ach, naja. Ach, vergesst es. Ich liebe Clowns. Er ist ganz nett. Bäh, Clowns, die schmecken so nach Schminke. Hä? Ach, mach dir keine Gedanken. Schau dir blöden Clown zu. Er ist so gut. Schmeckt nach Schminke. Stimmt aber. Probier es doch selber. Da musste mal Nase drüber lachen. Ah, geht so. Okay. Oh, wo ist denn mein Sohn? Hab ihn nicht gesehen. Wenn ihr ihn seht, bringt ihn bitte zu mir. Natürlich. Dankeschön. Er ist 7 Jahre alt, der Junge mit braunen Haaren. Wir halten nach ihm Ausschau. Das ist so ein schöner Quest, den wir einfach mal so machen können hier. Der hier wirkt ein Fisch. Hallo. Stört mich bitte nicht. Ihr seht doch, wie ich mich konzentrieren muss. Entschuldigung. Oh Mann.
Wenn ich den Clown so ansehe, bekomme ich schon wieder Hunger. Und wenn ich den Dicken hier ansehe, bekomme ich Hunger. Wieso denn Hunger? Die Luftballons, die er da bearbeitet, erinnern mich so ein dickes Würstchen. Ach, soll ein Luftballon sein? Ich dachte, der knetet einen Fisch. Naja, mit viel Fantasie. Spatz, aber. Jetzt, komm, wir gehen. Aha, junger Mann. Langweilig. Ich habe mit deinem Papa gesprochen. Ich soll dich zu ihm bringen. Na schön, ich komm mit. Fein. Oh, vielen Dank. Komm her, du kleiner Racker. Papa, ich will den Luftballon haben. Ja, ja, nachher. Jetzt schauen wir es mit dem Clown zu. Bäh, Clown, langweilig. Warum müssen immer so Kinder so kompliziert sein? Ach, vielen Dank nochmals. Keine Ursache? Wie? Nichts dafür gekriegt? Hallo. Ich bin für die Warenausgabe zuständig. Wenn ihr eure auf dem Jahrmarkt gesammelten Punkte umtauschen wollt, dann könnt ihr es hier tun. Wer bekommen wir die Punktekarte? Beim Jahrmarktverkäufer. Sein Zelt steht im Zentrum des Jahrmarkts. Danke. Dann besorgen wir uns eine. Ich habe bestimmt eine Punktekarte zu kaufen. Genau. Was ist denn eine Punktekarte? Mit dieser Karte könnt ihr an allen Attraktionen dieses Jahrmarkts teilnehmen, Punkte sammeln. In diesem Lager dann gegen nützliche Dinge eintauschen. Wir hätten gerne eine. Danke. Die Karte. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt. Ich mach's jetzt einfach mal, oder? Wollen wir mal gucken, was es hier so gibt? Hallo. Hier ist das Attraktionszelt Such die Perle. Manche Männer müssen das. Hat er nicht gesagt. Ihr braucht aber eine Punktekarte, um das nutzen zu können. Hier haben wir eine. Wollt ihr, kostet 50 Fila. Ja, dann mach mal. Welche Stufe? 1. Gut, dann passt jetzt auf. Los geht's. Was weiß denn ich, ey? Das war Stufe 1? Leck mich doch. Halsabschneider. Penner. Hallo. Wollt ihr vielleicht andrücken mitmachen? Hier gibt es viele Punkte. Dann machen wir mal. Los geht's. 30 Fila. Hier bitte. Kim wollt ihr antreten? Erstmal gegen Willow. Genau. Achtung, 3, 2, 1, los! Oh. Ah, es ist einfach. Ich würde sagen, der hat gleich verschissen. Schon wieder verloren. Gratulation, ich schreibe euch einen Punkt auf der Karte gut. Carlos. Alles klar, Carlos, kommen wir beide. 3, 2, 1 und los. Alter, sind die alle schwach hier. Können wir ein bisschen schneller drücken? Das werde ich doch nicht hier, ey. Aber nicht. Wollte gerade mal zurückdrücken, habt ihr gemerkt? Auf die Matte, komm! Nicht schlecht, schreib 5 Punkte gut.
Jetzt gucken wir mal, ob wir den Rikus. Ohne Gnade Rikus. Mhm. Na komm, Pummel, ich mach dich Platz. 3, 2, 1 und los. Oh, der ist ja sogar schon. Der hat sogar mal kurz zurückgedrückt, hat er gemerkt. Da habe ich schon gedacht, das wäre jetzt gewesen. Aber so leicht ja nicht. Ah, immer schön die Enter-Taste smashen. Immer drauf, immer kräftig drauf. Und nie an die Schmerzen im Handgelenk denken. Einfach immer weitermachen. Und den richtig. Was ist los, Dicker? War's das schon? Kannst du nicht mal einen Lauch mit einer Sonnenbrille kaputt machen, oder was? Tatsächlich ist es echt anstrengend, diesen Rhythmusball zu behalten. Nehmen wir weiter zu drücken. Es geht so ganz schön ins Handgelenk, muss ich feststellen. Ah ja, guck dir den anderen an, noch. So, komm. Ab im Bett mit dir. Was? Ich hab verloren? Unfassbar. Wirklich unglaublich. Ich schreibe 15 Punkte gut. Cool, jetzt haben wir Punkte drauf, aber ich weiß nicht, was es soll. Heilfiole nehmen wir gerne. Die ganze Kohle hier verzocken. Schnapp den bösen Kerl. Ihr braucht meine Punkte zur Karte, okay? Machen wir. 50 Filar, okay, worauf warten wir noch? Ey. Boah, kommt da gar nicht rechtzeitig hin. Die Ball auf einem Feld. Geht zwar. Punkte. Okay, dafür kriegt man also je mehr man hat, desto besser. Okay. Haben wir hier Schönes. Soll ich wenigstens auch mal die Attraktion zeigen, die es hier gibt. Hallo. Hol das Gold. Punktekarte, alles klar. Ja, dann mal los. Eins. Ah, das ist so wie, okay. Puh, da hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Hallo, würfeln. Ihr braucht aber eine Punktekarte, okay. Erstmal fragen, wie das geht. Also, spielt man ganz einfach. Ihr zwei Würfel würfeln. Dann müsst ihr raten, ob ihr eine höhere oder niedrige Augensumme würfelt. Habt ihr richtig geraten, dann bekommt ihr einen Spielpunkt dazu. Habt ihr falsch geraten, verliert ihr einen Spielpunkt. Wer insgesamt 5 Spielpunkte hat, bekommt 3 Punkte auf der Karte. Okay. Na gut, dann komm. Über eine Runde würfeln. Sieben gewürfelt. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was man machen kann. Niedriger. Schon wieder. Jetzt wäre eine höhere. Jetzt sind wir drunter. Pass auf. Oh, nee, noch nicht. Okay. Ich habe trotzdem was Höheres. Mir doch egal. Oh. Thank you.
Okay, sehr schön. Es entscheidet sich alles. 10, eine niedrigere. Ernsthaft? Ich verliere einen, weil wir Gleichstand haben. Malek wusste wahrscheinlich, wenn das abfragt. Wir haben eine höhere Zahl als die 4. Yes! Da ist die Chance höher, eine größere zu werfen. Boah. Wie lange geht denn das? Nein, ernsthaft? Boah. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor, Leute, ne? Werfen wir was Höheres als 2? Oder wahrscheinlich ist es ja genau viel. 11, sehr schön. 13. Wurf, das kann nur Pech geben. 6, da führen wir drüber. Chance zu höher auf eine höhere Zahl, sehr schön. Komm, jetzt würfel eine 1 oder so, komm, bitte. Geht gar nicht, eine 2. Eine 12, das ist das Höchste. Niedrig, komm. Yes! Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Seid ihr gesund? Ja. Selbst die Musik hat aufgehört zu spielen. Sind schon alle im Feierabend, wir sind immer noch hier im Würfeln. Oh. Ja, drüber, sehr gut. 5 Punkte. Yay, ich hab gewonnen. Ich hab wirklich gewonnen. Es hat nur 21 Würfe gebraucht. Yay, ich bin frei. Alter, ich würde den liebsten töten, den Typen. Der geht mir auf den Sack. Feuerläufer. Ihr wollt eine Punktekarte. Okay, wer meine? Das ist 50 Pilar. Warte, erstmal will ich wissen, wie es geht. Natürlich, ich werde eine Illusion auf euch aufbauen. In dieser Illusion müsst ihr alle bösen Männer in die Lava stoßen. Schneller seid ihr, umso mehr Punkte bekommt ihr. Okay. Probieren wir es aus, oder? Brenn, du Sau. Los, brenn. Brenn, brenn, brenn. Okay. Das sind mal diese antiaggressiven Spiele. Ich finde das super. Kampfschild. Nice. Hallo, Todesstrecke. Ich bin ein Ochse.
Das machen wir direkt nochmal. Okay, schön Jump'n'Run hier. Nein! Hä? Hex! Scheiß gerade alleine spielen. Ich hab mich überhaupt nicht berührt. Kann ja wohl die Warzenschweine machen. Hat der eine Blutflasche hier rumliegen? Was soll das? Hallo, freier Fall, das macht ziemlich Spaß. Da haben wir eine. Dann los. 2-1. Nimm mich. Ich war auf Stufe 2, weil es geil ist, oder? Haben wir direkt gewonnen. Klar. Walner, du schaffst es. Ich sehe so dreckiger Cheater, ey. Der Vollmann hat recht. Er hat einfach recht. Jetzt habe ich getroffen, schade. Naja, gut, okay. Es war lustig, es war lustig. Alter, ich sehe die Texturen immer noch wandern, Alter. Oh, Alter, ist ja okay. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen. Mehr. Boah. Wow, blauer Stein, antiker Rückwärts. Boah, nicht schlecht. Naja, gut, okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Wir fliegen jetzt. Es war ihm zu heiß, ne? Also wollte er in eins der Eisgebiete, der Dieb. Das heißt, entweder ist er jetzt in Esrik oder in Iran, das wo wir vorhin schon mal waren. Und da wir Esrik noch nicht kennen, gehen wir jetzt da als nächstes hin. Außerdem haben wir dann auch so gut wie alle Städte einmal abgeklappert. Zwei fehlen noch. Da kommen wir aber noch hin. Und dann können wir nämlich... Ist übrigens ideal, den Diebe-Quest zu machen und dabei halt die Städte auch, ne? Ja, cool. Kein Unsinn, sonst gibt's Ärger. Keine Sorge, wir uns benehmen. Dann ist gut. Aber immer ein Auge auf. Immer. Ah, wir müssen übrigens noch in Melsan, können wir auch nochmal gucken, dass wir, in den Shop noch gehen. Das ist ja noch ein Quest-Log. Wir sind nie da reingegangen. Brrr. Ich sollte mir endlich mal einen dicken Mantel zulegen. Mir kommt es so vor, als würde es von Tag zu Tag kälter werden. Wieso hast du dir bisher keinen gekauft? Naja, meine Eltern meinen, ich soll ihn mir von meinem Geld kaufen, aber das habe ich schon wieder für diverse andere Dinge ausgegeben. Wofür denn? Darüber will ich hier lieber nicht reden. Zis, muss aber Schlimmes sein. Ich muss weg. Für Sexspielzeug. Sieht aus, kommt ihr nicht aus der Gegend, aber ich habe euch hier noch nie gesehen. Wie soll ich das denn verstehen? Ich meine, ihr seid sogar blasser als die meisten hier aus Esrik. Das muss aber in der Luft liegen. Das kann schon sein.
Hey, verschwinde aus meinem Zimmer. Das habe ich für viel Geld gemietet. Wirklich unfreundlich. Na und? Das ist mein Zimmer. Mietet euch euer eigenes. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Schreine der Macht. Darin steht, wobei die 6 Schreine durch ihre Macht es einem Sterblichen erlauben, ungeahnte Kräfte zu entwickeln. Es gibt folgende Schreine. Feuer, Wasser, Wind, Erde, Licht und Schatten. Jeder Schrein erhöht eine andere Eigenschaft eines Individuums, welche sich die Macht der Schreine zu nutzen macht. Wie man die Macht benutzt, die Macht benutzt werden kann, wird in Band 2 erläutert. Ist auch geil. Das Buch ist einfach nur so 2 Seiten dick. Ich habe auch Hunger. Okay, deine Zimmer. Ihr habt nicht zufällig den Barkeeper gesehen? Nein, wieso? Ist vor 2 Stunden rausgegangen, um das Geschirr zu schnappen. Inzwischen ist er immer noch fort. Tja, wir haben ihn nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr mal nach ihm suchen? Wieso ist er denn überhaupt raus? Sollte er sich nicht um seine Gäste kümmern? Eigentlich schon, aber ihr seht ja, wisst ihr nicht, viel los ist. Also schaut immer nach ihm. Sicher. Gut. Ist nicht weit von der Stadt entfernt eigentlich, okay. Er ist ein guter Freund, ich will nicht, dass mir etwas zustößt. Blondes Mädchen. Hallo. Hallo, junge Dame. Ihr nehmt mich doch nicht Mama weg, oder? Was soll denn darauf? Ach, vor langer Zeit ist mein Papa von zu Hause abgehauen, weil er Mama nicht mehr liebte. Und jetzt habe ich Angst, dass Mama geht, weil sie mich nicht mehr liebt. Deine Mama hat dich lieb. Sicher? Sehr sicher. Mama hat mich lieb, Mama hat mich lieb. Lalalala. Klein und unschuldig. Ihr Blut muss sehr reinschmecken. Treibt euch denn in unser Haus? Ich wollte nur fragen, ob irgendwas in den letzten Tagen passiert ist. Hier in Estrik? Da muss ich euch enttäuschen. Hier passiert nie was. Aber westlich von Tessa soll es eine Arena geben, in der sich Abenteuer mit starken Monstern messen können. Vielleicht ist das ja was für euch. Danke für den Hinweis. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Macht das. Okay, die Arena. Die ist tatsächlich neu. Ein Glück haben wir einen schönen Kamin. Ansonsten würde man sich ja hier in der Gegend zu Tode frieren. Ja, das Klima ist ziemlich ungemütlich. Aber dafür kann man hier in der Stadt einigermaßen friedlich leben. Es gibt kaum Probleme. Dann ist ja gut. Das finde ich auch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich meine, why not? Was treibt euch denn nach Esrik? Doch nicht etwa das kalte Klima. Nein, eigentlich nicht. Wir sind eher auf der Suche nach besserer Ausrüstung. Bessere Ausrüstung? Naja, in Esrik gibt es zwar immerhin 2 Läden, an denen ihr was kaufen könnt. Aber die besten Gegenstände findet man immer noch auf irgendwelchen Abenteuern. Ach, wenn ich mich da an meine Zeit als großer Abenteurer erinnere. Ja, ja, da war alles noch besser, obwohl heute habe ich eine schöne Familie. Da müsstest du doch glücklich sein. Ja, das bin ich schon, aber so ein kleines Abenteuer würde mich schon mal wieder reizen. Zum Beispiel die Erforschung der versteckten Höhle im Gebirge südlich von Esrik. Eine versteckte Höhle. Ups, da habe ich wohl zu viel verraten. Vergesst lieber, was ich gesagt habe. Na dann, vielleicht später. Schadat. Sicher dat. Filar. Er rennt da mit dem Schwert rum. Der gute Alex. Geh weiter. Hallo. Hallo. Sag mal, wieso läufst du mit dem Schwert rum? Ach, ich übe nur ein bisschen, dann bin ich später mal so ein starker Abenteurer wie mein Vater. So ein großer Abenteuer wie sein Vater? Haha, dafür muss er eigentlich das in der Gosse kriechen üben. Na gut, wenn wir das dann soweit haben. Ich weiß nicht, ob ich die Gegner besiegen kann. Versuchen Sie es einfach mal. Okay, das geht einigermaßen, würde ich sagen.
Normale Seelen kriegen wir hier schon. Sehr schön. Ich wollte eigentlich gar nicht fliehen. Ich will aber hier einmal eben die... Sind die südlich von Esrik? Oh fuck, das stecke ich fest. Ziemlich kaltes Blut, was er jetzt trinkt. Ja, wir können ganz gut besiegt, würde ich sagen. 40 EP geben die. Was sagt denn 40 EP bei uns aus? Ah, das ist doch lebig. Meint der vielleicht nördlich, nicht südlich? Oder vertue ich mich gerade tatsächlich? Dann weiß ich es auch nicht. Fledermausmantel, der Nachtgeborene zu Fliegen, das ist dann macht mich lenken. Dann würde ich doch gerne noch gucken, dass wir den Liebling jetzt noch einmal finden. Der müsste ja dann hier in Iranis rumrennen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns nochmal die Arena und so ein Kram an, oder? Das ist der weiße Ninja. Da ist er doch, der Dieb. Ich sehe ihn doch. Ich habe ihn doch gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Natürlich habt ihr ihn auch gesehen. Bestimmt sogar. Okay, wir müssen leider um den Baum... Wenn wir nicht um den Baum rumgehen können, weil er wieder zu fett ist, müssen wir also einmal um den ganzen Friedhof herum. Hello there. Da sind wir wieder. Was zum Henker wollt ihr von mir? Wir wollen uns nur ein bisschen mit dir unterhalten. Ich unterhalte mich nicht mit Leuten mit euch. Das sind ja nur reiche Menschen. Das sind sich nur für reiche Leute? Na, das sieht doch ein Blinder, dass er kein Dieb ist. Und er könnte noch nützlich sein. Gut, dann schauen wir mal eben, ob wir die Arena westlich von Tessa finden. Das heißt ja nicht, dass wir die jetzt raiden müssen. Aber reiche Leute. Ist Astion? Da reiche Leute? Ist zu fragen. Nee. Weißt du, wo reiche Leute sind? In Asran. Da war doch die eine, die irgendwie zu Kohle gekommen ist und deswegen voll arrogant jetzt ist. Aber wo ist denn die Arena? Ich will jetzt da nicht lang latschen und dann 1000 Zufallskämpfe triggern. Nee, das gibt's nicht. Wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter, meine Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Ich habe sehr viel Spaß am Let's Play gerade. Bis dann, ciao, ciao.